Mein Name ist Laura und wir befinden uns hier gerade vor dem Deutschen Kulturforum, denn das Babelsberger Filmgymnasium hat einen interessanten Auftrag erhalten. Jedes Jahr stellt das Kulturforum ein Stipendium aus für den neuen Stadtschreiber. Und wir begeben uns jetzt auf die Reise nach Polen. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Deutschen Kulturforum SWS Europa. Mein Name ist André Werner und ich habe hier mit allen Dingen zu tun, die Online-Präsentation des Kulturforums betreffen. Also ich betreue die Website, die Facebook-Seite mit den Kollegen zusammen. Und jetzt im Sommer haben wir immer ein schönes Stadtschreiberprogramm. Und in diesem Jahr ist das Stadtschreiberprogramm in der Kulturhauptstadt Breslau, Wrocław in Polen, in Schlesien. Und da ist es eben so, dass ich die technische Einrichtung dieses Blogs betreue und unser Stadtschreiber schreibt dann seine Beiträge, macht seine Fotos, stellt das ein. So etwa 2 bis 3 Mal die Woche macht er da einen längeren Beitrag. Und ich stehe ihm dann zur Seite mit technischen Fragen, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert. Magdalena Geballa vom Referat Polen hat uns noch eine große Tüte mit Informationen und Karten von Breslau gepackt und wünscht uns eine gute Fahrt in die europäische Kulturhauptstadt, für die der Wetterbericht hochsommerliche und schweißtreibende Temperaturen versprochen hat. Herzlich willkommen in Breslau, Wrocław, Europäischen Kulturhauptstadt 2016. Ich bin Marco Martin, Schriftsteller aus Berlin und für einige Monate hier der Stadtschreiber dieser Stadt. Ja, wir stehen jetzt vor dem Bahnhofsgebäude. Damals wie heute ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt, erbaut zur Kaiserzeit. Damals wurde oft gespottet, wie dieses Gebilde jetzt denn wirklich aussehe, wie eine Ritterburg oder wie ein maurischer Palast. Es ist, wie gesagt, es hat einen arabischen Stilmix, es hat gotische Elemente, es hat Renaissance-Elemente. Es ist so ein Mischmasch und dieser Mischmasch ist natürlich auch in der Stadt zu spüren. Und zwar im besten Sinne, dass sich Vergangenheit und Gegenwart in verschiedenen Erfahrungsebenen und Stilebenen miteinander vermischen. Das werden wir uns dann morgen anschauen. Den gestrigen Tag haben wir nun rumgebracht bei einem wunderschönen Bummel durch die Stadt. Hier gibt es eine wundervolle Atmosphäre und am Abend auch viele Künstler und Maler auf der Straße. Und nun hört man im Hintergrund auch die Gesänge und Gebrülle des Weltkirchenjugendtages. Und wir werden uns gleich auf die Reise mit unserem Stadtschreiber durch die Stadt begeben. Wir haben hier im Hintergrund die berühmte Dominsel, die seit Jahrhunderten eines der Merkmale der Stadt gewesen ist. Im Krieg zerstört, wieder aufgebaut, war diese Dominsel auch etwas ganz Entscheidendes oder ist etwas ganz Entscheidendes für unsere gesamteuropäische Gestimmtheit. Da die geistliche Macht in der Stadt am Rhüneck die weltliche Macht. Das heißt, eine Balance of Power, wie man jetzt im Englischen sagen wird, eine Gewaltenteilung aus einer Konkurrenz zwischen zwei Machtkonstellationen, wo sich dann natürlich sehr viel entwickelt hat. Kunst, Literatur, Philosophie, mal auf Seite der religiösen Macht, mal auf Seite der weltlichen Macht. Das heißt, es gab in dieser Stadt immer das Prinzip der Gewaltenteilung, was natürlich auch für Schriftsteller und für Künstler sehr wichtig war. Wenn die weltliche Macht einen genervt hat, konnte man zur geistlichen Macht gehen, umgekehrt galt das Gleiche. Was die Aufgaben des Stadtschreibers betrifft, nun bin ich so durch meine DDR-Sozialisation oder Anti-DDR-Sozialisation bin ich nicht darin, besonders stark Aufgaben zu erfüllen. Und deshalb finde ich es hervorragend, dass ich im Grunde genommen tun und lassen kann, was ich mag und in meinem Internet-Tagebuch dann mir die Stadt erschreibe, erlaufe, ohne dass es irgendwelche offiziellen Aufgaben gibt im Sinne von PR,
Event-Promotion und anderen Aufgeregtheiten, die jetzt sozusagen mit dem Grundcharakter der Stadt nichts zu tun haben. Ich habe die Chance und die Möglichkeit, Begegnungen hier in dieser Stadt zu suchen, zu finden, bei kleinen Details innezuhalten, darüber zu schreiben und dann herauszubekommen, dass diese kleinen Details ja pars pro toto etwas zeigen von der heterogenen Geschichte dieser Stadt, die österreichisch, böhmisch, deutsch, preußisch, polnisch, deutsch, jüdisch, alles in allem war, und diese Spuren dann in der Gegenwart zu finden. Das ist sozusagen die Aufgabe, die ich mir auch selbst gestellt habe. Wir sind hier auf dem Rüneck, dem berühmten Marktplatz, dem Ring von Breslau, Wroclaw auf ganz, ganz historischem Pflaster. 1241 hat es hier einen Mongolenüberfall gegeben, in dessen Gefolge die Ratsherren sich entschlossen haben, diesen Ring hier zu bauen als Befestigung. Dann wurde natürlich noch weiter gebaut und es entstand dieses Ensemble, was eines der schönsten von Europa ist. Man sieht Gotik, man sieht Renaissance, man hat Barock. Hinter uns das Rathaus, im 13. Jahrhundert entstanden, eines der berühmtesten profanen Bauten der Gotik auf dem ganzen Kontinent. Ja, wir stehen hier vor einem der ungefähr 400 Bronzezwerge, die überall in Wroclaws Straßen auf den Plätzen stehen, rauchen, klettern, Fassaden erklimmen. Und diese Bronzezwerge sind, und das ist ganz wichtig, das Gegenteil der braven, konservativen deutschen Gartenzwerge. Sie sind eigentlich das Symbol des Aufbegehrens und der Subversion. Sie kommen aus der orangen Alternative der 80er Jahre, als sich Bürgerrechtler gegen das kommunistische Regime engagiert haben, und zwar auf eine Weise, die das Regime sehr hilflos machte. Diese Leute haben die Zwerge erfunden. Die Leute der orangen Alternative haben sich mit Zipfelmützen auf die Straßen begeben, haben Zwergen Graffitis an die Wand gesprüht gegen das Regime, aber es war nicht ganz eindeutig, welche Botschaft es hatte. Zum Beispiel stand da zu lesen, es leben die Zwerge und der Kommunismus schafft immer mehr Zwerge. Das heißt, eine wunderbar subversive Botschaft, gegen die der Geheimdienst und die Miliz gar nichts ausrichten konnten. Und diese Zwerge zeugen von dieser Geschichte, also sie sind viel mehr als Touristenmaskottchen. Sie zeigen, was für ein Geist, was für ein Spirit in dieser Stadt da gewesen ist und immer noch da ist. Ja, und das ist jetzt wieder einer dieser Momente, die man nicht organisieren, nicht planen kann. Wir hören im Hintergrund religiöse Popmusik, die von Jesus singt, aber es hat überhaupt nichts Enges oder Klerikales an sich, sondern wirklich im Sinne dieses Bischofs, den wir hinter uns sehen, Bischof Skomineck, der die berühmten Worte gesagt hat, der Nationalismus ist von gestern, die Zukunft ist Europa, man kann es heute sogar weiten, die Zukunft ist die Welt, denn hier sind junge Leute aus der ganzen Welt unterwegs, die ihre Religion jetzt feiern, nicht als Abgrenzung zu anderen, sondern im katholischen, im Katholos-Sinn das Ganze Allumfassende sehen, mit Freude, mit Neugier, wirklich in der Tradition dieses Bischofs, der ganz, ganz wichtig ist zum Verständnis nicht nur dieser Stadt, sondern auch zum Verständnis der deutsch-polnischen Verhältnisse. Der Block wird organisiert vom Kulturforum. Da gibt es einen ganz hervorragenden und mit mir sehr geduldigen Internet-Experten namens André Werner, der mich als altmodischen Schriftsteller sozusagen in die Geheimnisse des Digitalen eingeführt hat mit einer Engelsgeduld, weil ich natürlich immer allerlei Fragen gestellt habe. Mit dem Digitalen natürlich nicht so vertraut wie mit der Art des handwerklichen Schreibens. Und das funktioniert ganz hervorragend. Ich habe zweimal pro Woche einen Blog-Eintrag. Der wird dann innerhalb von 48 Stunden von meiner polnischen Übersetzerin
Gostia Slawicka übersetzt in ein Polnisch, von dem ich mir habe sagen lassen, dass es ein ganz wunderbares, fluides Polnisch ist und dass sich so anhört, als wäre es gar keine Übersetzung. So, ihr habt mich gefragt, was mein Lieblingsort in der Stadt ist und seid vielleicht etwas verwirrt, dass es diese Halbruine in meinem Hintergrund ist. Und ich muss sogar das Mikrofon diesmal in der Hand halten, weil sonst würde es zu laut bei den ganzen Straßenbahngeschepper auf der anderen Seite des Platzes. Aber trotzdem ist dieser Platz einer meiner inspirierendsten Plätze. Weshalb? Weil dieser Liebigshöhe genannte Platz ist im 19. Jahrhundert, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut worden und zeigt, wie die Vergangenheit hier immer noch präsent ist, ohne aufgehübscht zu sein. Also wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man sich vorstellen, wie vor 100 Jahren das Breslauer Bürgertum hier flaniert ist, Liebespaare unterwegs waren, Kinder das erste italienische Eis gegessen haben und heute sieht man nur noch Taubendreck und Schweigen und man erinnert sich daran, dass unser Dasein endlich ist. Und Breslau ist natürlich auch der beste Ort, sich daran zu erinnern. Es ist immerhin die Geburt, eine der Geburtsstätten der deutschen Barocklyrik. Martin Opitz hat hier geschrieben, Hoffmannswalda hat hier geschrieben und Barock heißt natürlich auch Preis des Lebens und Wissen um den Tod und um Verfall. Und diese Geschichte geht sogar noch weiter. Es war eine idyllische Ausflugshöhe, die dann von den Nazis missbraucht wurde für den Endkampf in der sogenannten Festung Breslau. Man hat dann hier unten in den sogenannten Kasematten der alten Stadtbastion Artillerie aufgebaut, um zu schießen und sozusagen die Stadt noch in den letzten Momenten der Nazi-Herrschaft zu vernichten. Und dann, nach dem Ende des Krieges, haben sich die Stalinisten dieses Hügels angenommen und es hieß plötzlich Partisanenhügel. Und man sieht sozusagen die ganzen Geschichten, die ganzen Schichtungen. Und jetzt kommt der Kick, jetzt kommt die Pointe. Da unten, jenseits der alten Freitreppe, ist eine Diskothek, eine der wildesten Diskotheken Breslaus. Heaven and Hell ist der Name. Und das in den ehemaligen Kasematten, das in den ehemaligen Bunkerräumen der Festung Breslaus, wo jetzt wieder ziviles Leben tobt und sich Erasmus-Studenten aus aller Welt mit den Einheimischen vermischen. Und dieses Vermischen ist durchaus physisch zu verstehen. Wir besuchten auch die Breslauer Jahrhunderthalle, die 1911 bis 1913 errichtet wurde und heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Bei unseren Gängen durch die Stadt entdeckten wir auch das Hotel Monopol, das seit 1892 Gäste empfängt, unter ihnen Marlene Dietrich, Pablo Picasso und Bertolt Brecht. Marco Martin zeigt uns auch das im Jugendstil errichtete Hallenschwimmbad von Breslau, das er bei seinem Aufenthalt in der Stadt regelmäßig nutzt. Ja, wir sind hier in einer der kulturellen Herzkammern von Breslau, Wroclaw, hinter uns die Oper. 1871 nach verschiedenen Bränden neu aufgebaut und dann eine der wichtigsten Opern überhaupt in Deutschland. Hier hat Wilhelm Furtwängler dirigiert. Hier war die Uraufführung von Verdis Othello und von Mussorgsky Boris Godunov. Und sehr viele Wagner-Aufführungen haben hier stattgefunden. Also ein ganz, ganz wichtiger Platz und heute noch immer unter der Direktion von Eva Michnik ein ganz wichtiger kultureller Platz. Die Dirigentin ist seit Jahrzehnten am Pult, dirigiert da wacker die ganzen Aufführungen und es ist immer noch ein kultureller Hotspot, sondergleichen hier in Breslau. Und ganz wichtig, was man hier auf dem Bild gar nicht sehen kann, eine Schule, damals eine Schule, heute eine Schule, in der der junge Gerhard Hauptmann Gymnasiast war und unter dem preußischen Drill gelitten hat. Aber zum Glück gab es in der Zwingerstraße, der heutigen Ulica Teatralna, auch ein verrufenes Viertel, wo dann die Gymnasiasten eine andere Lebenskenntnis sich erwerben konnten. Und es gab da einen Hof, der jetzt seit 1945 nicht mehr existent ist, aber der sehr wichtig war für diese Schüler, Gerhard Hauptmann kommt immer wieder darauf zu sprechen, dieser Hof hatte den Namen Siedichfoh, weil in diesem Hof Siedichfoh eine ganze Menge von, wie man damals sagte, zwielichtigen Frauenspersonen ihrem Gewerbe nachgingen. Und für die Gymnasiasten war das natürlich viel interessanter, als irgendwie im nahegelegenen Schulhaus altgriechisch büffeln zu müssen. Ja, wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite der Oper am ehemaligen Schweidnitzer Stadtgraben
wo man heute noch ganz wunderbar flanieren kann. Aber die Idylle ist natürlich nicht vollständig. Wir sehen hinter uns ein Kaufhaus, das Kaufhaus Renoma. Das war bis 1933 das Kaufhaus Wertheim. Und wenn man von der Zerstörung des deutschen Breslau spricht, ist das Datum natürlich das Entscheidende, der 30. Januar 1933. Als die Stadt den Nazis in die Hände gefallen ist, beziehungsweise sich in die Hände der Nazis begeben hat und vor dem Kaufhaus Wertheim dann SA aufmarschiert ist, um die Besitzer zu vertreiben, um die jüdischen Kunden nicht mehr reinzulassen. Und dann war Schluss mit dieser Idylle. Ja, wir befinden uns jetzt im Vorhof der Synagoge zum Weißen Storch, des einzigen verbliebenen jüdischen Gebetshauses hier in Wroclaw, in Breslau. Denn die größere neue Synagoge, die die zweitgrößte in Deutschland gewesen war, ist in der Nacht der sogenannten Reichskristallnacht auf den Grund bis auf den Boden zerstört worden, gar nicht weit weg von hier. Was geblieben ist, ist diese Synagoge zum Weißen Storch, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde für die damals drittgrößte jüdische Gemeinde in ganz Deutschland. Und lange Jahre war die Synagoge heruntergekommen, verfallen, bis sich eine norwegische Künstlerin, Bendeke Hahn, zusammen mit ihrem Mann, dem Solidarność-Aktivisten Alexander Gleichgewicht, der auch gleichzeitig Vorsitzender der jüdischen Gemeinde ist, dieses Ortes angenommen hat und mit Hilfe von Menschen aus aller Welt hier wieder etwas aufgebaut hat, was nicht nur ein Gebetsort ist für religiöse Juden, sondern eine Begegnungsstätte für Juden und Nichtjuden. Es gibt eine Ausstellung, wir hören im Hintergrund ein bisschen Musik, es gibt auch sehr oft Konzerte, es gibt Restaurants. Und wo hier jetzt wieder ganz ziviles Leben herrscht, war in der Nazi-Zeit ein Ort des Terrors. In den Jahren 41 bis 44 war dieser Vorplatz, wo wir heute stehen, der sogenannte Umschlagplatz, wo die Breslauer Juden gesammelt wurden und dann in die Vernichtungslager deportiert wurden, um sie dort umzubringen. Und heute erinnert daran eine Gedenktafel und diese Ausstellung. Aber wenn man es nicht wüsste, könnte man glauben, es ist ein ganz wunderbarer, fast idyllischer Ort in der Mitte Europas. Aber es ist ein Ort, der seine Zivilität erst sich wieder hat zurückerobern müssen. Ja, es gibt wieder jüdisches Leben in Breslau und die Ausstellung in dieser Synagoge, die gleichzeitig ein kulturelles Begegnungszentrum ist, erzählt diese ganze komplexe Geschichte, die sich natürlich nicht allein auf den Holocaust reduzieren lässt, weil die Präsenz der Juden in Niederschlesien und in Breslau datiert seit 1000 Jahren. Und es gab natürlich auch sehr viele deutsche jüdische Intellektuelle, die hier in Breslau geboren sind. Walter Laqueur, Fritz Stern, Edith Stein, Ernst Kassirer, an all die wird erinnert und es wird erinnert an eine sehr reiche Geschichte des Austauschs zwischen Juden und Nichtjuden, Polen, Deutschen. Eine Geschichte, die 1933 zu Ende kam. Und die Geschichte geht allerdings weiter. Als dann 1945 viele überlebende jüdische Polen sich hier ansiedelten in Wroclaw, war das auch nur für eine kurze Zeit. Denn bereits 1968 gab es eine Säuberungswelle, initiiert von der damaligen Kommunistischen Partei, um die verbliebenen Juden aus Polen, auch aus Breslau, rauszuschmeißen. Sie wurden sozusagen des Landes verwiesen. Und auch an diese zweite Vertreibung der nun polnischen Juden erinnert diese Ausstellung, wo man die ganze Geschichte vom Beginn des 10. Jahrhunderts bis hier zur Gegenwart sehen kann in wunderbaren Ausstellungsbildern. Diese Synagoge war bis weit in die 90er Jahre hinein eine Bauruine. Und es ist der bereits unten erwähnten Bendeke Hahn und ihren Mann Alexander Gleichgewicht zu verdanken, dass das hier wieder entstehen kann, mit großer Hilfe des norwegischen Staates und anderer kleiner Fonds. Und deshalb ist dieses Museum, diese Synagoge, politisch und auch religiös sehr unabhängig. Und es können sehr wunderbare Konzerte und Veranstaltungen hier gemacht werden. Und all das erinnert eben an diese hochkomplexe Geschichte. Und wenn man sich hier umschaut, es sind Besucher da aus Deutschland, aus Israel, aus den Vereinigten Staaten. Auch sehr viele Breslauer oder Wroclawer Schüler kommen hierher, um etwas über die komplexe Geschichte ihrer Stadt zu erfahren. Und deshalb ist es ein großes erkenntnisspendendes Erlebnis, hier zu sein und sich hier umzuschauen. Es gibt natürlich auch eine ganz persönliche Verbindungslinie
Meine gefühlte zweite Heimat ist Tel Aviv, wo ich mich einen Großteil des Jahres aufhalte, wo viele meiner Geschichten und Bücher spielen. Und in Tel Aviv gibt es das Sprichwort, dass man sagt, jeder fünfte Tel Avivnik kommt aus Breslau oder aus Wroclaw. Ja, wir sind hier, wie man sieht, auf einem eher unwirtlichen Platz. Lautes Geschäppe von Straßenbahnen, Taxihupen. Aber am Rande dieses Platzes ist eine ganz wichtige Skulpturengruppe, die an die Vertriebenen erinnert, die Wroclaw bzw. Breslau bevölkert haben oder aus dieser Stadt heraus exkommodiert worden. Diese Skulpturengruppe zeigt diejenigen Neuansiedler in Wroclaw 1945, die aus den nun sowjetisch besetzten Gebieten Ostpolens vertrieben wurden und hier eine neue Heimat fanden in den Häusern der Deutschen, die wiederum von den polnischen Stalinisten im Frühjahr 1945 nach dem Ende des Krieges vertrieben wurden. Und beides gehört zusammen, die Vertreibung der Deutschen und die Vertreibung der Polen aus den damaligen Ostgebieten des Landes, die nun hier eine neue Heimat gefunden haben. Und deshalb hat man diese Skulpturengruppe Transition genannt und bewusst darauf verzichtet, den ethnischen Hintergrund dieser Leute zu beschreiben. Ganz einfach, weil Vertreibung und das Gefühl von Unbehaustsein ist etwas Universelles. Und das spielt hier auch in der Stadt eine Rolle. Das heißt, die Geschichte der Deutschen, der vertriebenen Deutschen, wird ebenso wenig instrumentalisiert oder verschwiegen wie die Geschichte jener Polen, die durch Stalins und Hitlers Politik hier erstmal zwangsweise angesiedelt wurden. Ja, was euch als Babelsberger interessieren könnte, wäre bestimmt die Karriere von Wroclaw als Filmstadt. Immer mehr Regisseure aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland entdecken die alten Straßen auf der anderen Oderseite, die intakt geblieben sind. Was heißt intakt geblieben? Es sind Straßen, die an das Berlin der 30er, 40er, 50er oder frühen 60er Jahre erinnern. Es gibt deutsche Produktionen, die dort gedreht wurden, aber auch Steven Spielbergs Bridge of Spies, die dort spielt, weil es eigentlich eine fast authentische Originalkulisse ist, mit schrundigen Fassaden, mit blinden Fenstern, mit abgesenkten Gehwegplatten, aus denen das Gras sprießt. Also das ist diese Atmosphäre, aus der Filme gemacht werden. Unser Filmbeitrag begann in Potsdam in der Nähe der Glienicker Brücke, zwischen der Grenze von Berlin und Potsdam. Und nun stehen wir hier in der Straße, die uns der Stadtschreiber empfohlen hat, denn hier drehte Steven Spielberg seinen großartigen Film Bridge of Spies, wo auch die Berliner Mauer aufgebaut wurde. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Breslau, der europäischen Kulturhauptstadt 2016, und haben 4 wundervolle Tage hier in Breslau verbracht.